Wir befinden uns hier in der Luitpoldstraße in Dinkelsbühl auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Hier ist es heute gegen 9 Uhr zu einem sehr folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 85-jähriger Pkw-Lenker ist mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz urplötzlich mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gegen die Glasfassade des Eingangs des Supermarktes geprallt und hat dort zwei Kunden des Verbrauchermarktes mit seinem Fahrzeug erfasst. Eine 73-jährige ist leider ihren Verletzungen hier vor Ort trotz Reanimationsmaßnahmen erlegen. Ein 68-jähriger Kunde ist mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Ulm geflogen worden. Der Fahrzeugführer kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus und weiter mussten noch zwei Kunden des Supermarktes, die den Unfall aus unmittelbarer Nähe beobachten mussten, aufgrund eines massiven Schockgeschehens hier medizinisch betreut werden. Hier vor Ort eingesetzt ist ein Großaufgebot der Feuerwehr Dinkelsbühl sowie Mönchsroth. Es waren insgesamt 3 Rettungshubschrauber eingesetzt, 7 Rettungswagen sowie weitere 2 Notärzte. Genau.